Franzi ist immer so gesund, da fühlt man sich gar nicht schlecht. Aber dafür bin ich auch nicht im Kinderparadies stecken geblieben. Das ist so schlimm gerade. Nee, ist total schlimm. Rumbombe und Franzi möchten aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ab in den Ameisenbau! Leute, wir sind unterwegs. Zwar fahren wir gerade zu Franzi. Alle Andi wieder am Start. Nachtischnie ist auch am Start. Wir drehen das Musik-Lyric-Video für Ameise und drehen super viel Content für Ameise. Und dann sehen wir uns später. Also wir sind jetzt hier Cheetah in der Disco. Da drehen wir heute ein bisschen was für die Ameise. Weil ist hier überall Neuschnee, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Neuschnee ist das. Hatten wir auf Franzi und Alex und hoffen, dass die gleich kommen, weil hier ist eisekalt. Nee, wir gehen einfach schon rein. Du läufst auch schon wieder. Wer bin ich? Fränzchen Rumbombe. Stark! Dick dünn, so wie wir. Ich bin ja nicht so der Videofreund, wie ihr wisst. Das ist anstrengend. Dieser Ameisentanz, den müsst ihr alle aushalten, der ist anstrengend. Hier gehen wir öfter Video drehen. Hier gibt es Sachen, die kenne ich noch nicht. Bami, Juppie-Soße. Juppie. Juppie und Frikandel gerade, gell? Juppie. Mayo. Absoluter Wahnsinn. Was hast du gefragt? Wie gefällt's dir hier? Wunderbar. Bin richtig ameisenverliebt. Immer kriege ich diese GoPro in die Fresse gehalten. Haben jetzt soweit einiges gedreht, auch so Greenscreen-Aufnahmen. Und jetzt fahren wir Franzi und Alex hinterher und fahren noch in so eine Mall. Machen da noch ein paar Aufnahmen für die Ameise für TikTok. Hey, hoi, wir sind in so einer Stadt in Niederlande. Ich hoffe, die haben keine andere Währung hier. Shopping-Outlet. Und zwar gibt es da... Oh, Nike gehe ich auf jeden Fall später nochmal rein. Bombi möchte ich, dass wir jetzt da hochgehen. Jetzt geht's da ins Riesenrad. Wieso tust du mir das an? Oh, du Was machen wir hier? Franzi, wo sind wir hier? Im Spielparadies. Ameisenparadies? Im Ameisenparadies. Rumbombe und Franzi möchten aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ab in den Ameisenbau! So schnell wie ich ist noch keiner gerutscht. Jetzt, wir sind jetzt im Schnitzelparadies, essen jetzt noch was. Wir haben viele TikToks gedreht. Ja, und wir sind ganz durchgefroren und jetzt essen wir was Leckeres. Jetzt gibt's gut Schnitzel. Für mich gibt's was anderes. Was ist denn du heute? Mal gucken. Salat. So amerikanische Schnitzel. Röstis. Coleslaw. Apfelmus. Hummus. Mayo. Österreichische Schnitzel. Ja. Langweilig. Auch österreichische Schnitzel. Wann stehst du morgen früh auf, Bombi? Ich denke so um 8 oder um 9. Boah, wie kann man denn so früh aufstehen? Stehst du denn auf? Wann gehst du ins Bett? Ja, ich gehe meistens so um 3 ins Bett. Guck ich immer noch Serie. Was gucken wir denn auf? Heute gucken wir The Boys. Ey, das ist so ungewöhnlich. Das ist geil, kennst du das? Das ist mit den Superhelden. Ja. Ich kann wirklich keine Serie mehr gucken, seitdem es TikTok gibt. Ach, kann ey, ich mich nicht mehr konzentrieren. Opfer. Ihr guckt Serie, ich guck TikTok. Also ey, das war heute ein richtig erfolgreicher Tag. Hat richtig Spaß gemacht. Tanzt gerne alle noch die Ameise. Wir haben erst 44 Videos. Es müssen mindestens 1 Million werden. Ach, wir wollten eigentlich heute schon abfahren. Ging halt nicht wegen Schneesturm. Fahren wir nochmal hier und morgen früh fahren wir direkt los. Ganz sicher. Und dann geht's heim. Morgen 2 Meter Schnee, wir bleiben wieder hier. Und dann Wochenende keine Auftritte. Dann Andi aber nicht da, weil... Wieso Wochenende? Wir müssen ein Rumbombe-Wochenende einführen. Nach dem Closing. Dann jeder muss nach Hause, weil alles zumacht, aber Bombi kommt Woche später noch. Nein. Bombi schließt den Laden ab. Gute Nacht. Wir sind jetzt aufgewacht am letzten WG-Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber wieso denn mit der GoPro? Naja, weil wir versuchen, so eine Art Vlog zu machen. Ach so. Ich mache gerade Kakao. Kannst du die Abmoderation vom Vlog machen? So. Tschö.